Zweiter Betriebszustand, das ist die Aufladung. Wir kommen hier also mit einem UQ ungleich 0 rein und UC 0 gleich 0. Wir nehmen wieder die Gleichung 10 und diesmal sieht die Gleichung 10 dann so aus. UC ist gleich minus Delta U e hoch minus T durch Tau plus UQ. Das soll unsere Gleichung 16 sein. Unsere Anfangsbedingung ist UC von 0 ist gleich 0. Ja, die 0 können wir hier wieder rot machen. Wir gehen jetzt also rein in die Gleichung 10 mit 0 ist gleich minus Delta UC e hoch minus, ja, hier kommt wieder unsere 0 rein, 0 durch Tau plus unser UQ. So, jetzt formen wir das Ganze um. Das wird hier wieder unsere berühmte 1. Und es steht da, also minus UQ rechnen wir hier, 16, 17. Minus UQ ist gleich minus Delta UC. Damit können wir jetzt schon zurück in unsere Gleichung 17, 18, in unsere Gleichung 16. Und es steht da, UC von T ist also minus Delta UC ist minus UQ e hoch minus T durch Tau plus UQ. Wir können jetzt UQ ausklammern und innerhalb der Klammer die Plätze tauschen. Das läuft dann also darauf hinaus, dass UQ steht draußen, Klammer auf. So, hier die 1 ziehen wir jetzt nach vorne, minus, und hier kommt auch UQ raus, e hoch minus T durch Tau. So, das war unser UQ und das steht jetzt hier draußen. Das ist schon fertig. Die Gleichung erkennen die meisten wahrscheinlich jetzt auch schon wieder. Das ist natürlich die Gleichung für die Aufladung. Ein Blick auf diese Gleichung, wobei, wenn wir auf diese Gleichung schauen, ist es eher günstig, wenn wir hier auf die noch nicht ausgeklammerte Gleichung schauen. Wir haben nämlich Folgendes. Wir kennen ja bereits die Funktion e hoch minus t durch tau, dann nennen wir das hier mal irgendein k, die geht so. So, und jetzt sehen wir, wir haben hier auch eine e hoch minus t durch tau Funktion, u und t, das ist k e hoch minus t durch tau. Allerdings steht hier ein Minus. Diese ganze Funktion wird jetzt gespiegelt an der x-Achse, also mal minus 1. Diese minus k e hoch minus t durch tau Funktion, die sieht nämlich so aus. Das ist minus k e hoch minus t durch tau. Ja, also wenn, sobald hier Minus steht, ist klar, dreht sich diese Funktion um. So, und plus ein Offset. Und der Offset, je nachdem wie UQ gerichtet ist, verschiebt jetzt diese e hoch minus t durch tau Funktion um den entsprechenden Offset. Nehmen wir mal an, dieser Offset ist ja genau UQ. Ja, das heißt, das wäre hier minus UQ. Unser Offset ist gleich identisch plus UQ. Und damit schiebt er das genau um dieses Stück hoch. Und wir bekommen also die berühmte Aufladekurve. Das ist hier also UQ 1 minus E hoch minus T durch Tau. Ja, das ist das Geheimnis sozusagen, dass wir hier bei 0 genau starten, weil ja unser Offset genau UQ entspricht. So, die Kennwerte sind natürlich die gleichen. Das sehen wir schon. Hier haben wir sozusagen UC halbe ln 2 Tau. Hier haben wir entsprechend minus UQ halbe ln 2 Tau. Das bleibt also genau wie gehabt. Und hier ist der Endwert. Der ist jetzt entsprechend nicht 0, sondern UQ.